Entschuldigen Sie, aber ich möchte eine Erklärung abgeben. Ich weiß, dass sich einige von Ihnen Sorgen machen, weil wir uns auf dem Markt so weit vorgewagt haben. Und Sie machen sich vielleicht Gedanken um die Identität unseres mysteriösen Kunden, Mr. X. Nun, in Wahrheit ist es so, dass er gar nicht existiert. Wir sind der Kunde, Barings. Und wenn Sie sich das 5-8er-Konto genauer ansehen, was natürlich kein Kundenkonto ist, sondern ein Fehlerkonto, werden Sie sehen, dass dort Verluste verschleiert sind, und zwar in der Höhe von 200 Millionen Pfund. Nein, das wäre gelogen. Mit heute sind es eher 230 Millionen.